So, wir fahren fort. Also er möchte nicht wieder in Kristall eingesperrt werden, das kann ich durchaus nachvollziehen. Also das wird mir auch nicht so bekommen. Oh. Boah, das ist knapp. So. Also ich finde, das sind bisher so die nervigsten Gegner im gesamten Spiel. Bislang, man weiß ja nicht, was noch so kommt. Die Teufel sind an sich nicht so gefährlich. Die haben halt eine verdammt große Reichweite. Aber ja, wenn ich die... Das ist nicht sonderlich schnell und so, die kann man relativ gediegen erledigen. So, was bringt das, wenn ich hier gegenlaufe? Gar nichts, das kriegt schon. Gut, okay, drei Wauwaus. Ein Wauwau. Kein Wauwau. So. Alles klar. Darüber, ich muss aber, glaube ich, noch da runter, oder? Kann das... Nein, muss ich nicht. Ich muss definitiv nicht runter. Nein. Auch wenn er traurig runterguckt, der Spyro. Man guckt ja eigentlich immer traurig so, also so traurig so rum, da immer runter, wenn er irgendwo oben steht. Warum? Keine Ahnung. Das ist ein Motto, ich will da runter. Was will er da unten? Das weiß man nicht. Also ich hoffe, dass ich jetzt hier bei der bei dem Feuerwerkskörper rauskommen werde. Das wäre total toll. Was haben wir denn hier Schönes? Ein Drachen, der nennt sich Obasi. Danke, dass du mich befreit hast. Jenny de Obasi, das war ein Fußballer, der hat bei Hoffenheim gespielt. Aber danach in das... Ach, und ich glaube, zu Schalke ist er, glaube ich. Man weiß es nicht genau. Ich meine schon. So, da sind Pilze, die hüpfen rum. Hallo, Kamera? Nein! Kamera! Warte, ich muss mich so rum... Alles klar. Machen wir. Lalalalalala. Also, Edelstein mache ich mir keine Sorgen mehr. Ich mache mir nur um den Feuerwerkskörper Sorgen. Ich da nichts irgendwie verpasse. So. Ich hab ja ganz... Scheiße. Boah, das war Glück. Boah, diese... Ich hab's schon öfters betont, glaube ich. Weil ich sie einfach nicht mag. Das ist noch so ein Vieh. Shit. So, ganz ruhig. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Das erinnert mich gerade so ein bisschen an Heat. Das Finale von Heat. Al Pacino und Robert De Niro. Na? 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 Haha! Scheiße. Ach Mann! Ja, 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 komm! Das war einfach so Not gegen Elend, aber es war einfach so Krüppelkeile. Keine Ahnung. Wie bei South Park. So. Das ist natürlich geil gewesen ohne Libelle. Okay. So, ich hätte jetzt gerne eine Libelle. Am besten eine gelbe. Und da oben den Feuerwerkskörper. So, und jetzt hätte ich gerne noch, dass in dieser Truhe sich 35 Edelsteine befinden, bitte. Dann bin ich einfach nur fröhlich. Der ist der Tag gerettet. Okay. Gut. Okay, das sieht sehr, sehr gut aus, glaube ich. Das sieht wirklich gut aus. Ja, das kommt hin, doch. 5 mal 5 sind 25, plus 10 sind 35. Das bedeutet, wir haben es. Aber ich habe keine Libelle mehr. Gut. Also, er war schon knackig, dieser Abschnitt. Doch, er war knackig. So, Drache habe ich auch alle. Supi. 81%. Alles klar. So, okay. Dann ab nach Hause. Ich könnte Level verlassen machen, das wäre jetzt aber zu einfach. Ich will das jetzt hier, weil es einfach so ein Kack-Level war. Der an sich schon Spaß gemacht hat, aber einen schon durchaus noch gefordert hat. Möchte ich jetzt einfach auf konventionellem Wege beenden. So. Vielleicht soll ich mir angewöhnen zu sagen Juwelen. Weil da steht ja, Juwelen ist ja die öffentliche und offizielle Bezeichnung. Hallo. Da es ja öffentlich, offiziell ist, ist ja auch öffentlich, weil Leute das ja auch so sagen. So, jetzt haben wir das. Alles klar, es gibt so ein bisschen hin und her gehopse, weil ich jetzt nämlich ein weiteres Portal suchen muss. Um die Frage, die eventuell aufkommt, zu beantworten, beantworten zu können, so rum, ob ich diesen Fluglevel, den ich letztens angefangen habe, ob ich den jetzt fertig machen möchte.
Weiß ich nicht. Ich würde an sich erstmal das hier alles gern fertig machen und mir den Fluglevel noch so ein bisschen aufheben. So. Beim Drache und ein Portal. Und hier ist Lofty Castle. Oder Castle. Könnt ihr euch aussuchen. Ich habe ja schon mal die Ä und A Problematik kommuniziert. Offen. So. Danke. Ja, Lofty Castle. Dann haben wir noch den Boss. Und wir haben noch den Fluglevel. Und noch 100. Wie viel waren es? 100. 27, glaube ich, ne? Edelstein und einen Drachen in dem einen Abschnitt. So, weiter. Mal gucken, was uns jetzt hier so erwartet. Okay, nur welche fliegenden Dinger. Okay, müssen wir uns mal anschauen, was die so zu sagen haben. Auf jeden Fall geben die Edelsteine, das ist schon mal sehr schön. Das ist schon mal sehr schön. Okay, da muss man nicht den Ballon kaputt machen. Nein. Also sonst haben wir nicht viele Optionen gegen diese Viecher anscheinend. Danke. Dieses gewaltfährliche in das Spiel, ne? Ich komme darauf nicht klar. So. Stell dir vor, ihr sitzt im... Ihr steigt einfach mit einem Ballon in die Höhe und wollt einfach so die Welt von oben sehen. Und irgendjemand nimmt einen Flammenwerfer und röstet den Ballon und ihr fallt runter. Ich glaube nicht, dass ihr es schön finden würdet. Also mich würde es auch stören, doch. Ich würde dann schon Anzeige erheben, glaube ich. Was ist hier los, bitte? Was ist das hier alles? Und warum ist das so vor allem? Okay. Das war mein... Das war auch mein Verschulden. So, Feuerwerk. Hey, Feuer. Ah, okay. Ich habe eine... Elfische Fee. Oder eine Fehlfe. So kann man es auch nennen. Nein, eine Elfee. Ich nenne sie einfach Elfee. Ich habe eine Elfee, habe ich gerettet. Hallo? Den muss ich wahrscheinlich von da machen. Warum guckt der da mich an? Er soll noch rüber gucken. Die Elfee ist doch viel hübscher als ich. So. Gott. Ich muss dann von da dahin, okay? Boah. Das sind viele Wege. Sehr, sehr viele Wege. Kann ich da so... Da muss ich von da machen, oder? Geht das? Muss eigentlich gehen, oder? Ich kann auch von hier oben einfach dahin. Das ist vielleicht einfach schlauer, denke ich mal. Gucken wir mal. Uah, das war knapp. Ich war nicht mitgegeben. Einfach so. Ganz unverbindlich. Finde ich überhaupt nicht toll. So, hier. Ja, hast du jetzt davon. So. Also die sind schon in der Lage, einen zu stören. Das kann man schon so sagen. Ich schätze, ich muss jetzt mich zu den Elfeen begeben. Oh ja. Und die haben einen Kreisel erzeugt. Gut. Mudada. Feen sind stets auf deiner Seite, Spyro. Ich merke das schon. Ich merke das schon. So. Okay, gehen wir erstmal hier lang. Ein recht weitläufiger Level, doch. Das muss man schon so sagen. Ja, schieß mal eure Bögen ab. Da rechts. Ja, ich habe einen Flammenwerfer dabei. So. Warum sammle ich eigentlich die ganze Zeit immer nur so wenig Edelsteine? Juwelen. Juwelensteine. Was ist da unten? Ah, okay. So, das hier ist schon ein geiler Move. So. Ah, okay, einen Schalüssel brauchen wir. Wir haben aber keinen. Noch nicht. Dafür haben wir jetzt ein Leben mehr. Gut. Okay, Schlüssel machen wir später. Das ist doch an und für sich kein... ich kam jetzt gerade ein bisschen durcheinander mit der Tastenbelegung. Ich wollte nämlich eigentlich ausweichen. Das war so meine Intention ursprünglich, aber irgendwie hat das nicht so ganz funktioniert. So. Juwelen, Juwelen, immer so wenige. Warum sind das nicht immer 25? Einfach immer lila, ne? Da haben wir irgendwie, keine Ahnung. Jetzt machen wir 20 lila, ne? Dann ist das Level vorbei. So. So, jetzt nochmal. Ha! Geht doch. Das hat sich voll gelohnt jetzt. 100,
22 schon, von bestimmt 500. Cool. Ja. Yippie! Okay, lass mich mal gucken. Lass mich mal gucken. Da kann man rüber, okay. Ja, ich weiß nicht so ganz, was ich so recht, was ich von dem Level hier halten soll, ganz ehrlich. Irgendwie. Also schwer ist er nicht, um Gottes Willen. Ich glaube, man hat hier wirklich die Möglichkeit, sich zu verlaufen. Also man kann es wirklich tun, wenn man es möchte. Und noch schlimmer, wenn man es nicht möchte, wird man es wahrscheinlich trotzdem tun. Das ist halt etwas, was nicht so... Oh. Okay, jetzt langsam wird es echt krass. Erstmal gehen wir hier hoch. Noch ein Leben. Ey, die ganzen Leben bringen mir auch nichts. Ich möchte einfach mal irgendwie wissen, wo ich, welche Route am besten ist. Das wäre ganz schön. Gehen wir erstmal hier lang. Ich mache es auch absolut nicht unkoordiniert. Nein, nein, nein. Das ist alles Hand und Fuß, was ich hier mache. So. Noch eine Elfe. Eine Elfe, Entschuldigung. Ich vergaß. Hab mich doch richtig betont. Ich probiere es nochmal so, ansonsten habe ich eine Idee. Okay, gut. Okay, ich muss irgendwo. Gut, wenn ich an dem vorbeilaufen möchte, werde ich eine von dem mitkriegen. Deswegen lassen wir es erstmal sein. Und fliegen einfach über die ganze Geschichte hier. Okay, so weit drüber habe ich es auch nicht gedacht, aber. Das ist ja an und für sich auch nicht verkehrt. So. Darum ist anscheinend hoffentlich nix. Okay, es war gut. Es war gut. Es war nicht so ganz gewollt, aber es war gut. Ich beklag mich nicht. So. Weiter. Ich wollte nämlich die Elfee befreien. Schreibt doch einfach mal in die Kommentare, ob das jetzt Elfen sind oder Feen. Was ihr so sagt dazu. Wie ihr sie bezeichnen würdet. Oder als was ihr sie bezeichnen würdet, vielmehr. Ich habe einen Drachen gehört. Ja, gut. Nämlich genau diesen hier. Das ist nämlich der Kollege Useni. Ah, Spyro, danke. Der Supersprint bringt dich auch hier im Lofty Castle an neue Orte. Schau, wohin er dich führt. Hat er gerade Supersprint gesagt? Habe ich da richtig gehört? Na gut. Prima hin. Ein Schlüssel. Das ist schön. Das ist schön. Das ist sehr, sehr schön. So. Supersprint. Er hat Supersprint gesagt. Und er hat es auch wahrscheinlich auch so gemeint. Dann käme jetzt natürlich die Frage... Okay, die Frage hat es gerade beantwortet. Die Frage wäre nämlich gewesen, wo befindet sich dieser Supersprint, aber ja. Gut, ich will erstmal... Will ich erstmal? Ja, gut, alles klar. Ich wollte mir erstmal so einen leichten Überblick verschaffen. Und jetzt gehen wir hier ans... in die Vollen. War das so richtig? No! Was zum Geier? Habe ich jetzt hier dumm im Kreis oder? Ich würde sagen ja. Ja, ich laufe einfach im Kreis. Geil. Ja gut. Was der Supersprint mir genau bringt, das möchte ich noch herausfinden. Aber erstmal möchte ich jetzt die ganzen anderen Sachen hier einsammeln, inklusive der netten Truhe. Ich weiß nicht, ob eine Truhe nett sein kann, aber in dem Fall. Okay. Da hoch gehen wir erstmal. Nochmal ein paar Elffeen befreien. Und ein weiterer Drache. Erstmal angepustet. Baruti. Danke, dass du mich gerettet hast. Ja. Ja. Wer soll es sonst tun? So. Gut. Genau. Die Libelle muss erstmal speisen, bevor sie jeden Stein sammeln kann. So, okay, es ist ja wieder gelb, das ist schön. Da fliegen wahrscheinlich gleich die ganzen Elffeen hin. Und hier gibt es zwei in die Luft befördernde Kreisel. Nehmen wir erstmal den hier. Okay.
Okay, okay, gut. Ja, gut, den kann man schön aus dem Stand plätten, den Typ. Das ist an und für sich ganz nett. Also irgendwie von von Juwelen her kommt man einfach nicht voran. Hier habe ich so das Gefühl, das ist echt krass. Na gut. Ah, zwei haben wir schon. Gut. Die führen uns wieder neue Orte. Neue Örtlichkeiten. Gut. Danke, danke, danke. So. Dann zu denen. Also ich würde jetzt einfach mal behaupten, wenn wir Jugendlichen leicht sind, dass dies bisher der komplexeste Abschnitt ist. Zumal wir einfach die ganze Zeit immer nur Einer und Zweier und ganz selten mal Fünfer sammeln. Das ist einfach nur nervig. Und ich ganz genau weiß, wir brauchen bestimmt 500. Mindestens. Wenn ich sogar das erste Level ist, wo wir 600 braucht. Einfach nur, um mich zu ärgern. Haben das irgendwie gepatcht, keine Ahnung. Haben gesagt, okay, der Alex macht ein Let's Play. Wir patchen das jetzt dahingehend, dass er in diesem Abschnitt 600 Edelsteine braucht. Auch wenn es immer noch Juwelen sind. Vielleicht hießen sie auch mal Edelsteine und sie haben es einfach in Juwelen umbenannt. Kann auch sein. Na, ich hatte meine paranoiden Züge, das merkt man gerade, ne? So. Oh oh. Bitte keine mitgeben. Na, was war das denn? Hier überhaupt nicht nett. So. Das war ziemlich knapp an der Kante. Eine weitere Elf-Fee. Hallo? Hallo? Boah, ich will nicht wissen, was das für ein Fluglevel wird hier. Ach du Schande. Das wird so ein Genuss bestimmt. Danach muss ich erstmal 2 Tage schlafen. Okay, und immer nur schön die Zweier. Genau. Okay. Ach, da oben. Okay. Gut, gut. Was macht der Sparrow denn da, bitte? Was macht es denn? So. Okay, es sind mehr als 300. Das ist schon mal äußerst schade. Man, da wird er noch hoffen dürfen. Okay, wir haben das nach Hause Dingens gefunden. Und da kommen wir wahrscheinlich über die Elf-Feen hin, schätze ich mal. Gut, machen wir. Also 400 wenn noch genehm, auf jeden Fall. Da hätte ich jetzt nichts gegen. Oh, man weiß es nicht. Ja, ich will jetzt gucken, ob ich alle Drachen habe. Aber wenn ich gucke, ob ich alle Drachen habe, dann sehe ich ja auch gleichzeitig schon, wie viele Edelsteine ich brauche. Das wäre gar nicht cool. Nicht ein bisschen. So. Ja. Probieren wir es mal so. Ob wir von hier irgendwo hinkommen. Da ganz hinten. Dürfte im Bereich des Möglichen liegen. Ja. Oh, Problem ist, weil es so komplex ist, weil es hier so viele Orte gibt, habe ich keinen Plan, wo hier was ist. Ich schätze, hier unten ist die Kiste. Dann ist die Kiste hier. Dann ist sie irgendwo anders. Scheiße. Gut, Orientierungssinn ist ja nicht so der dollste von mir. Das haben wir schon in den früheren Let's Plays feststellen dürfen. Ah, Kiste. So, und hier sind jetzt bitte, wie viel habe ich? 312 oder so? Hier sind jetzt bitte 88 Edelsteine drin. Ganz einfach so. Nicht ganz. Nicht ganz. Ja. Ach, boah, bitte nicht 500. Bitte nicht. Ich will nicht nachgucken. Ich habe Angst. Wirklich. So, mal einen Überblick verschaffen. Also, ich denke mal, wir müssen den Supersprint nutzen. Ich weiß nicht, ob der Ort, an welchen wir durch den Supersprint gelangt sind. Ah, okay. Ob das schon der Ort war, an dem wir gelangen sollten, oder ob es da noch einen anderen Ort irgendwie gibt. Das sind halt so die Fragen, die man sich jetzt stellt, ne? Genauso die Frage... Ah, ne, das bringt, glaube ich, nur, dass ich jetzt hier hochkomme, wo der Drache war, oder? Ne, bringt das, glaube ich, nicht, nein. Gut, hier ist eine...
Ja, okay. Wir müssen dahin. Dahin müssen wir. Das ist unumstritten. Wir gehen mal von der Seite. Ja, ja, doch, doch, doch. Das ist, glaube ich, ganz, ganz gut. Mal gucken. Ja, ich denke, das könnte unter Umständen nicht funktionieren. Nein, es funktioniert nicht. Gut. Ja gut, dann gehen wir jetzt auf die nächsthöhere Position, würde ich sagen. Uns dann Überblick zu verschaffen. Also eine gewisse Architektur erkenne ich mittlerweile in diesem Level. Aber das bringt mir gerade auch nicht viel. Ich gehe mal hier unten lang. Habe ich hier noch irgend... Aha, seht ihr? Als hätte ich es gewusst. Gut, ich habe es immerhin geahnt. So. Klasse. Klasse, klasse, klasse. Masse, Tasse, Klasse, Rasse. Knie, Magie, Ironie, Poesie. So. Drache. Okay. Hier dürfte ich eigentlich alles haben. Hier ist der Super Sprint. Was genau bringt es mir, hierher zu kommen? Also man muss mit dem Super Sprint hier hin. Das ist okay, das verstehe ich. Aber was bringt mir das? Oder kann ich hier rüber? Meint ihr, ich schaffe das? Also vom Supersprint aus. Ich schätze schon, oder? Müsste gehen. Ich meine, ich habe das bei Treetops geschafft, an eine Stelle zu kommen, an die man nicht kommen sollte, so wie ich es geschafft habe. Also werde ich das ja auch schaffen. Vermute ich mal. Elfen, wo seid ihr? Hier. Ich probiere es einfach mal so ganz unverbindlich, ne? Halt, darum, da lang. Ich hoffe, dass da auch ein Drache ist, weil ich würde gerne den Part beenden. Nein! Wo bin ich denn jetzt? Okay, ich hätte bei dem Drachen vielleicht einen Checkpoint in Anspruch nehmen sollen. Mal gucken. Gut, euch habe ich ja schon erledigt. Muss ich halt nochmal machen. Und dann werde ich gleich, wenn ich da... Warte. Nee. Hat er sein können. Das sah irgendwie so komisch aus. So, okay, 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 okay. Gut, das kann ich alles lassen, wie es ist. Das ist okay. Wo war denn jetzt die Stelle? Müsste ja eigentlich hier gewesen sein, irgendwo, ne? Ja, genau, jetzt bin ich wieder... Ah, genau, ja, ja, ich weiß, wo ich bin. Alles gut. So, also, erste Maßnahme, die wir ergreifen, wird sein, beim Drachen einen Checkpoint in Anspruch nehmen. Jetzt ist die Frage, ob ich die ganzen Ballon-Typen erledigt habe. Ich fürchte, nein. Ist aber auch nicht das große Problem. Dann mache ich das halt nochmal. Das dürfte ich auch hinkriegen. Wichtiger ist erstmal jetzt auf diese Ebene zu kommen. Und den Part zu beenden. Okay, 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 okay. Ja? Ja, ja. Ich schätze mal, dass das so möglich ist, beziehungsweise nur so geht, oder? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß bei Spyro einige Sachen oft nicht. Gut, habe ich verkackt. Ist nicht schlimm. Geht immer recht
gediegen eigentlich. So. Ja gut, blindfliegen geht dann doch nicht leider. Ich hab gedacht, das würde gehen. Daraus fliegt ja ein Hubschrauber. Das kann er durchaus machen. Habe ich jetzt nichts gegen. Ja. So, okay. Ich hoffe, wir kommen jetzt auf 400. Das war's mit 400, oder? Ja? Ja? Komm schon. 400. Komm schon. Bitte. Ja. Ja. Alle Drachen. Oh, ist das geil. Ist das schön. Gut. Level verlassen. Oder, ja, ich verlasse Level und beende den Part. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.